Moin. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Der hat aber auch so komisch rote Augen. Okay. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Gesicht. Okay. Das ist anscheinend normal so mit den Augen. Okay, ist mir nicht früher aufgefallen. Gut. Abgeschlossen. Nächster Sieht Hallo, alles in Ordnung auf. Aus. Fahrzeug. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. So, Profiltiefe. Passt. Gut. Dann haben wir das schon mal gemacht. Ein Sound los hier, Alter. Das ist ja übelst komisch. Pandra-Eck ist vorhanden. Was ist das hier? Ne, oder? Was ist das? Ist das ein Verbandskasten? Verbandskasten abgelaufen, nicht vorhanden. Okay. Hier ist irgendeine fette Truhe. Ah, hier ist Essen drin. Ist das auch Alkohol? Kann ich nicht genauer sagen. Ja, testen tun wir sowieso. Was ist das hier? Irgendein anderes Scheißzeug. Kann ich das öffnen auch? Nö. Okay, ein Bußgeld ist schon mal da. Ich will heute unbedingt jemanden rausziehen. Also komplett rausziehen. Licht. Passt. Gut. Vielen Dank für Ihre Geduld. Alkohol. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Nicht wirklich. Muss das sein? Klare Ansage. Och Junge, meine Autorität. Moment. Scheiße, ich kann nicht. Ich kann glaube ich nicht leveln gerade. Nein! Mit zur Wache nehmen. Ich kann ja nur das machen. Wenn Sie dem Schnelltest widersprechen, muss ich Sie mit zur Wache nehmen. Schon gut, dann machen wir es halt. Okay. Weigert sie sich vor etwas? Nö, ist ja kein Problem. 0 Promille, sehr gut. Okay. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Nein, so ein Unsinn. Still, kein Schweiß, Augen, Pupillen sind klein, Nase, weiß kein Dingens hin, Schmatzen, nix, clean. In Ordnung, das glaube ich Ihnen. Na gut. Müssen wir trotzdem aber ein Bußgeld. Für die Verstöße bekommen Sie ein Bußgeld. 300 Punkte, ein Alkoholtest wurde fälschlicherweise angeordnet. Sie wollte sich aber weigern, das ist... Egal, aber trotzdem. Ein Bußgeld wurde richtigerweise festgestellt. Ein Bußgeld hätte vergeben werden sollen. Das ist die Lösung eigentlich gewesen. Hätte man uns eigentlich nicht so lange beschäftigen müssen. Trotzdem. Die Fahrweise, wie sie gefahren ist, hat mich irritiert. So, und jetzt möchte ich das mal machen mit der Autorität. Langsam verstehe ich das Spiel. Beende eine Fahrschulherausforderung mit dem Streifenwagen. Wo mache ich das? Charakter war das genau. Autorität. Ja. Ich muss mir die Autorität erkaufen. Das muss man einer immer sagen. Empathie ermöglicht zusätzliche Dialoge. Das kaufen wir uns auch gleich mal dazu. Sprinten können wir nicht machen. Objekterkenntnis. Nö. 380 Punkte. Okay, mehr haben wir eigentlich gar nicht zur Auswahl. So Kampf. Die werden immer teurer, glaube ich, oder? Nee. Nee, die werden nicht teurer. Die werden nicht teurer. Okay. 500. Okay, derzeit können wir uns nichts Neues erkaufen, aber später mal. So, was ist das jetzt eigentlich mit dieser Fahrschuldingens? Was heißt das? Was ist hier? Ist das denn das mit der Fahrschule da? Legebruch West.
Machen wir eine Schnellreise hin. Ich hoffe, das funktioniert hier viel besser jetzt als damals. Damals war das wirklich scheiße. Da warst du einfach auf der anderen Straßenseite auf einmal. Da drüben ist irgendwas. Das ist so. Spezialmission Gefahr durch. Ach so. Nein. Um Gottes Willen, nein. Das ist einfach nur die scheiß Mission, die wir gemacht haben. Dann würde ich mal wetten, dass diese Fahrschulzeug-Scheiße da irgendwo wahrscheinlich bei der Polizeiwache ist, oder? Wenn da sonst nirgendwo ist. Ich meine, wir sind auf der Autobahn. Wo soll ich hier bitte eine Fahrschule sein? Und da dazwischen sind ein paar Dörfer. So, warte mal, ich steig mal kurz aus. Ich laufe mal. Hoffentlich kann ich laufen. Ja, nicht gegen den Karren, sondern. Warte mal, was ist denn hier? Mach mal auf. Funkstreifenwagen. Zivilfahrzeug. Kleidung wird gewechselt. Achso, ja, die Reparatur. Schön. Ich habe gedacht, dann, dass man da drinnen noch irgendwas machen kann, irgendwie. Also von Fahrschulzeug oder sowas, irgendwie, dass es da drin ist. Gehen wir mal hoch hier. Schade. Hinten ist noch eine Tür. Was ist denn hier? Training. Aha. Danke. Da ist das. Ach du Scheiße. Was? Schießstand. Was? Einfache Kurven, wenig Hindernisse. Ich werde das sicher nicht alles machen. Da könnt ihr drauf wetten. Wenn es bis für Ranking 50 ist, nein. Starten. Okay, wir starten einfach. Ich scheiß drauf, was da jetzt gesagt wurde. Wenn, dann habe ich halt Pech gehabt. Das kann jetzt was werden. 3, 2, 1. Was ist jetzt mit dem Zivilwagen? Scheiße! Mayday! Sechsundzwanzig, ole ole. Errungenschaft Führerschein. Boah, Alter. Ich fahre einfach noch weiter. Der bremst einfach gar nicht. So, habe ich das jetzt geschafft? Bitte, bitte, ich will das jetzt geschafft. Ja. Ja. Was? Aber ich habe voll viel XP bekommen. Junge. Beende eine Fahrschulherausforderung mit einem Stra Ach so, mit einem Stra Warum war denn überhaupt der Zivilwagen? Okay, Funkstreifenwagen. Nochmal. Dasselbe Scheißding, weil das jetzt, wissen wir, jetzt kann ich viel besser abschneiden. Hoffentlich. Aber da kann man ja voll die XP farmen. Jetzt. Da kann man ja voll die XP farmen, wenn man das alles einfach macht. Da kann man sich einfach alles upgraden. Zumindest. Im schnelleren Maße, aber wobei bei irgendwelchen Sachen brauchen wir dann irgendwann mal auch den Rang. Wir müssen ja auch die Battle Pass Aufgaben hier machen. Boah. Ich hätte den Wagen noch voll pumpen müssen eigentlich. Mit Bier oder so ein Scheiß. Voll erwischt. Das waren Feinde, okay? Alter, ich hab voll erwischt. Ah, aber gut. Gesamtzeit. Alter, wir hätten fast einen Stern, glaube ich, verloren, oder? Bin ich einfach gut. So, bitte, jetzt will ich sofort hier weg. Gut. Rang 3. Jetzt will ich das auch wieder mal upgraden. Oder muss ich irgendwas noch machen hier wieder? Spiele eine Verkehrskontrolle. Was? Spiele eine Verkehrskontrolle, Kontrollen, egal in welcher Schicht.
Kaufe einen Donut von einem Shop, in dem du noch nicht warst. Schließe einen kleinen Unfall, egal in welcher Schicht, ab. Okay. Dann, ach so. Kampf will ich ehrlich gesagt gar nichts leveln. Ich will wieder eigentlich, aber das haben wir nicht genug. Charakter Sprint. Mach mal voll. Sammelobjekte. Jetzt haben wir eh nichts mehr. Jetzt bin ich gespannt, wie schnell er läuft. Okay, der Speedrun kann beginnen. Komm. Ach ja, warte mal, ich habe ein bisschen hier vorne vorbei. Da ist wieder irgendwas Neues. Kann das sein, dass ich gerade dieses Spiel irgendwie zu ernst nehme? Scheiße. So, jetzt zum 100. Mal, nachdem wir beim Chef sind, hat er wieder was für uns. Wie sieht's hier so aus? Keine direkten Neuigkeiten, aber einen gut gemeinten Rat. Von Ihnen nehme ich den gerne an. Worum geht's denn? Ich weiß ja, dass Sie die Raser, die Ihren Unfall verursacht haben, am liebsten selbst stellen wollen. Und Sie sagten, dass ich das erst ab einem gewissen Rang darf. Ganz genau. Deshalb mein Tipp. Warten Sie nicht auf die großen Fälle, sondern sammeln Sie Erfahrung auf Streife. So wie die Notrufe, die zwischendurch über Funk kommen, wenn wir unterwegs sind? Ganz genau. Bei diesen verschiedenen Vorfällen kann man eine ganze Menge lernen. Dann wollen wir Sie mal nicht länger aufhalten und uns wieder an die Arbeit machen. Genau. Und danke für den Rat. Gern doch. Viel Erfolg. Schön, der steht den ganzen Tag hier rum. Wie der damalige Typ. Haben wir jetzt neue Aufgaben eigentlich wieder? Nee, oder? Ist er erst mit Rang 5 oder was ist erst das nächste Hauptding? Überfälle. Oder? Ja, hier steht gar nichts. Das war bestimmt, das war beim anderen Ding wieder. Das ist ja hier Gefahr durch Tiere. Und dann kommt das nächste. Okay, dann würde ich einfach mal sagen. Wir sollen bei einem Donutladen einen Donut kaufen. Ich glaube nicht, dass ich einen schon gesehen habe. Donutladen. Muss ich mal kurz hier nachgucken. Deaktiviert. Fondorf. Hier sind überall Collectibles. Die sind aber nicht markiert wahrscheinlich, ne? Donutladen. Ich fahre einfach mal bei uns hier rechts die Straße runter. Vielleicht findet man da irgendwas. Schnellreise, Sperre. Okay. Ja, egal, oder? Autohaus Langhall. Ding. Das ist ein Hund. Du Hund. Okay, hier schaut. Hoppla! Das wollte ich nicht. Was ist hier? Also ist wahrscheinlich Werkstatt. Kann ich hier reingehen? Alter, was denn jetzt? Moinsen! Oh, da ist er hier. Oh. Hallo, was darf's sein? Donuts, nach Rabatt fragen. Donuts wären super. Gibt's vielleicht einen Freundschaftsrabatt für unsere Polizeiwache? Uns sieht man hier doch öfter. Du versuchst es wirklich mit dieser Nummer? Na, wenn Sie das so sagen, dann kann ich bestimmt etwas am Preis machen. Ausnahmsweise, versteht sich. Sehr nett, danke. Bis demnächst. Success! Okay, gut. Was haben wir jetzt gelevelt? Das hier. Okay. Das hat sogar XP gegeben, what the fuck. Schließe einen kleinen Unfall. Kleine Unfälle, egal in welcher Schicht ab. Spiele eine Verkehrskontrolle, in welcher Schicht. Egal. Okay, wir werden nochmal jemanden anhalten. Ich werde jetzt mein Bestes geben. Ich werde jetzt richtig auf deutschen Polizist machen. Oder sollte man erst. Moment! Das mit den Unfällen kommt ja nur in dieser einen Szenerie davor, oder nicht? Warte mal. Ich starte das einfach noch irgendwie nochmal Ding da. Oh Gott. Diese Kamera wirklich, mir wird da schlecht. Wenn die so auf einmal so reinzoomt. Das war doch hier. Kleiner Unfall. Starten. Hoffentlich meinen die das damit.
Jetzt hat die GTA heißt gestartet, die heißt diese Vorbereitungen heißt da, diese eine da in GTA Online. An alle Einheiten. Uns wurde ein Auffahrunfall gemeldet. Ursache unbekannt. Wer kann das übernehmen? Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Boah, Gott sei Dank ist es nicht mehr so wie damals, wo wir noch gemacht haben, wo wir immer mit dem einen Kollegen unterwegs waren, wo ständig der Funk gerät hat, ja, es handelt sich da wieder um Waschmaschinen oder so ein Scheiß halt auf der Autobahn. Die ganze Zeit. Wer kann das übernehmen? Ständig, wirklich ständig. Selbst wenn wir in Einsatz waren, keine Sau hat einfach mal zurückgefunkt und gesagt, ja, mach mal. Nicht mal der Chef macht irgendwas. Waren wir noch gar nicht. Kann ich hier das Ding jetzt eigentlich noch mitnehmen hier da vorne? Oder ist das auch wieder nicht möglich? Weil, Leitstelle für Wagen 1. Es gibt weitere Informationen. Zwei Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt. Verstanden. Sonst noch was? Das war's für den Moment. Verstanden. Copy. Würdest du mitnehmen? Das holt sich vermutlich eh keiner wieder. Ich nehm's mal mit. Schön. 1 von 15. Auch 15 Stück. Scheiße. Aber es hat XP wiedergebracht. Ein bisschen. Wollt ihr auch mal gucken, wie viel es davon gibt? Auch 15 Stück. Okay. Mehr ist genug. Davon ist eine Ente. Ich nehme das jetzt einfach alles mit. Die kümmere ich mir sowieso allesamt. Wo soll die sein? Die wird wahrscheinlich unten sein. Scheiß Auto. Ein Wenderad ist von einem Zebra. So, alle mal weg da. Aus dem Weg. So. Oh Gott sei Dank ist die Sirene aus. So, Unfallstelle absichern. Aufmachen. Benutzen. Dann auslegen das Scheißding hier wieder mal. Oh nein. Alter. Ganz mit der Ruhe. Sei vereint mit dem PD. Ja! Ich will alles tun, um nur einfach guter Cop zu sein. Junge, du musst ja ein Butler sein, oder was, Alter, damit man hier endlich mal die Präzision und das Ganze lernt. Ich will 100% haben. Auch wenn das vielleicht nicht so gut ist für Deutschland-Verhältnisse, also zumindest so für typisch. Aber okay. Instagram. Müssen wir von vorne mal hingehen hier. So. Hier liegen auch irgendwelche Teile, aber damit kann ich nicht fotografieren. Die sind unwichtig. Aber hier liegen noch Sachen. Passt. Bearbeitet die Unfallskizze. So, warte mal, das eine Fahrzeug muss quer. Das bedeutet, warte mal, das ist dahinter. Hä, warte mal, wir haben jetzt, das ist hier der blaue, okay. Der steht in dieser Richtung. Das heißt, der andere müsste so dahinter stehen, genau. Wrackteile. Das eine vom blauen. Scheiße, warte mal. Das ist ja das blaue, ja. Das liegt daneben irgendwo. Das andere liegt dahinter. Schließen. Sprich mit dem Teil. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Die Frau ist mir draufgekracht. War zur Zeit des Unfalls viel auf der Straße los?
Der Verkehr war ziemlich zäh. Es waren viel zu viele Laster unterwegs. Sie sind die ganze Zeit mit konstanter Geschwindigkeit gefahren? Das ist doch lächerlich! Ich habe alles richtig gemacht! Wir gehen der Sache nach. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Wie schnell sind Sie gefahren? Ich bin konstant 130 gefahren. Also gab es nun wirklich keinen Grund, warum man mir aufgefahren ist. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Vorhanden? Gut, dass Sie Ihre Warnweste tragen. So werden Sie von anderen Verkehrsteilnehmern nicht so leicht übersehen. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Von meiner Seite gibt's sonst nichts. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Aber ich hab noch welche. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Nicht wirklich, nein. Okay. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Ich war wohl leider wegen meines Handys abgelenkt und bin deshalb dem Wagen vor mir aufgefahren. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Wir werden das so in unseren Bericht aufnehmen. Vielen Dank. Das war's erstmal. Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergibt. Hä, aber sie hat keine Warnweste an, ich muss... Es gibt noch etwas, das ich ansprechen muss. Waren Sie eventuell beim Fahren nicht ganz bei der Sache und unkonzentriert? Also, vielleicht ein ganz kleines bisschen. Das lag in der Nähe des Unfalls. Ist das Ihres? Ja. Haben Sie während der Fahrt telefoniert? Ich... vielleicht? Haben Sie nun telefoniert oder nicht? Sie können mir überhaupt nichts nachweisen. Das sehen wir uns genauer an. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Sind Sie dem anderen Fahrzeug möglicherweise zu dicht aufgefahren? Das ist doch lächerlich! Ich habe alles richtig gemacht! In Ordnung. Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Haben Sie eine Warnweste dabei? Sie müssen sie tragen, wenn Sie Ihren Wagen an der Autobahn verlassen. Richtig, tut mir leid. Beim nächsten Mal achte ich darauf. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Von meiner Seite gibt's sonst nichts. Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Nicht wirklich. Okay, immerhin haben wir die Warnweste schon mal gesehen, getun, getan. Aber hier gibt's... Aber was hat denn hier gelegen? Was daran hat's gelegen? Oder was... Wo? Ah. Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Hä? Aber das haben wir doch gerade schon... Entweder ist es rausgefallen oder sie hat es einfach weggeworfen. Moment mal. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Nicht wirklich. Jetzt fertig? Ja, wir sind hier fertig. Und? Was denkst du? Handygeständnis, Handyfund. Ich habe ein Handy gefunden. Ich weiß nur nicht, wem es gehört. Es könnte also sein, dass während des Unfalls damit telefoniert worden ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann es leider nicht beweisen. Soll das schon alles gewesen sein? Das ist echt dürftig. Mehr habe ich leider nicht. Okay. Naja, die Kollegen machen das dann schon. Dreck. So, aber die Sachen, die haben wir bekommen. Kleiner Unfallmultiplikator. Richtige Auflösung, aber kein Geständnis. Wir hätten das vielleicht doch das Rote anklicken. Ich soll dann die farbigen Dinge also anklicken. Kurze Zeit später. So, okay, dann haben wir wieder Scheißzeug rein da. Kofferraum kann eh offen bleiben, weil der geht zu. Das ist nicht wie in Amerika. Mit manchen Fahrzeugen. So, Alter, der... Ich halte einfach mal den Krankenwagen an, wie wäre das?